Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei mir ist Christoph Hörstel und wir haben die Thematik Brexit und was da im Moment so an Aufregung überall ist. Sie haben sich ja intensiv auch beschäftigt mit den Hintergründen EU und was für unterschiedliche Interessen es da gibt. Jetzt ist ja große Aufregung. Einmal hat die Bevölkerung von Großbritannien oder die Briten entschieden, auszusteigen. Zeigt das, dass viele das Gefühl haben, dass die EU nicht das ist, was man sich erhofft hat, also dass sie eigentlich den Menschen nicht vermittelbar ist, dass die EU für alle gut ist? Ich glaube, das ist die Grundtatsache. Wenn das in der Masse vermittelbar wäre, die EU tut den Völkern, tut den Menschen gut, sie dient statt zu regieren und so weiter, dann wäre das gar nicht passiert. Man muss aber dazu sagen, dass im Hintergrund dieser jetzigen Referendumsentscheidung ein ganzes buntes Geflecht von Meinungen widerstreitender Art und auch von widerstreitenden Interessen stehen. Klar, ja. Muss praktisch. Ja. Sonst kann man gar nicht genau verstehen, warum das jetzt so ausgegangen ist. Eines kann man, oder ein paar Sachen kann man ganz klar sagen. Die UKIP-Partei von Farage, will man sagen, trotz des Rücktritts, er hat diesen Austritt aus der EU knapp 20 Jahre lang betrieben. Ja. Deswegen, so hat er in seiner letzten Rede im Europaparlament gesagt, deswegen hat er sich da ins Europaparlament wählen lassen, deswegen hat er diese ganze Arbeit geleistet, an der er immer wieder gesagt hat und glaubwürdig gesagt hat, dass er nicht dran hängt. Es ist nicht ein Politiker, der gar nichts anderes kann und unbedingt Politiker sein muss. Ja. Mhm. Und er hat gesagt, Leute, für uns war das bestimmende Moment, waren die Zuwanderungspläne aus der EU nach Großbritannien. Das wollten wir nicht mitmachen. Mhm. Und das ist seine Partei gewesen, die das gesehen hat. Aber tatsächlich geht ja die Anti-EU-Agenda der Menschen und auch der verschiedenen Kampfgruppen da viel breiter noch auf die Wege. Und das muss man zum Beispiel betrachten an der Frage, wie demokratisch ist denn die Europäische Union? Gar nicht. Ja, ja. Ja, das ist auch das, was gerade Nigel Farage immer wieder in unheimlich schroffer Wortwahl, das sind ja geradezu Kultvideos geworden. Die werden auch gerne gesehen, ja. Ja, ja, genau. Weil er den Finger wirklich in die Runden sieht. Richtig, ein nicht gewählter Schmutzlappen, die Formulierung, die er da angebracht hat. Ja. Ja. Also das ist schon ungeheuerlich, wie er die Funktionäre da angegriffen hat. Und das hat natürlich nur beleuchtet, was ja Tatsache ist, die Europäische Union ist weder korrekt verfasst, noch ist sie demokratisch. Und wir wissen ja von der Europäischen Union, dass sie auch nicht dient. Diese EU-Spitze hat nicht die Philosophie, dass sie den Menschen in Europa dienen soll. Sie hat nicht die Philosophie, dass sie die Völker stärken soll. Mhm. Wo ist eigentlich das Problem, als Europapolitiker Völker und Nationen zu stärken? Wir bilden die Europäische Union aus Nationen. Warum dürfen die nicht gestärkt werden? Das ist vollkommen grotesk. Also dieses ständige Abtreten von Entscheidungsgewalten in eine nicht demokratische Europäische Union, kann ich nur sagen, ganz klar Kartellmachenschaft. Ja. Wir haben eine Europäische Union gebastelt auf Betreiben der Kartelle unter der Führung des Finanzkartells. Natürlich sollte sich daraus der Euro, entwickeln. Und das ist ein reines Betrugsmodell des Finanzkartells gewesen mit eingebauter Pleite, ganz, ganz klar, woran alle nur verdienen können. Darum aber man hat das schon vor vielen Jahren gewusst, dass der Euro, ich habe das auch schon gefragt, der wird kommen, aber er wird sich nicht halten. Er wird sich nicht halten und ist auch gar nicht dafür designed zu halten. Und wir haben das, glaube ich, auch schon mal besprochen, diese Irrsinnsgeschichte, als in den letzten 3 Jahren vor Einführung des Euro die Schwankungsbandbreiten der Euro-Währungen untereinander verfünffacht worden sind. Ja. Und da kann man sich nur sagen, Moment mal, in den letzten 3 Jahren sowas? Und dann hat es in 13 Jahren 17 Währungsanpassungen von verschiedenen Ländern gegeben. Ja. Natürlich Italien, Griechenland stark beteiligt. Und diese Art Dinge muss man einfach betrachten, wenn man der Sache wirklich gerecht werden soll. Ich kann ja nicht mich hier hinsetzen oder sonst irgendwo hinstellen oder auch schreiben irgendwas, was, wie soll man sagen, ein schlechtes Reden ist, sondern hier geht es darum, dass wir einen Betrug aufdecken müssen, ja, der vom Finanzkartell und
und den Politikern gemeinsam eingerührt worden ist. Das Beste, was wir tun können, ist uns nochmal diese ganzen Versprechungen, gerade auch von Helmut Kohl, an die Deutschen zu Gemüte zu führen und zu schauen, was ist Realität. Es ist jedes einzelne Versprechen gebrochen worden. Zumindest auch ja, eben, dass es dass ein Land nicht für das andere haften muss finanziell. Ja. Jetzt haben wir für Griechenland, ich glaube, gerade wieder auch 70 Milliarden oder was da irgendwie locker machen müssen. Das wird gar nicht mehr groß in den Medien gemeldet. Das läuft während der EM, wird da mal eben. Und natürlich kriegen die Griechen das Geld eh nicht, sondern die Banken. Ja. Und wir wissen, dass diese berühmten 81%, die angeblich für die Banken waren und der Rest für das Volk auch falsch sind, sind deutlich über 90%, die für dieses Finanzkartell gelaufen sind und noch weniger für das griechische Volk. Aber auch das müssen wir gar nicht wirklich wissen. Wir müssen einfach nur mal angucken, wie es den Griechen geht, wie sie in ihren engen Wohnungen zusammenrücken müssen, um verarmte Familienmitglieder oder Nachbarn aufzunehmen. Ja. Was da in dem Volk los ist, ist die blanke Hölle. Das ist natürlich ein revolutionärer Zustand. Mhm. Und der einzige Grund, warum sie gegen Tsipras noch nicht aufgemuckt haben, richtig auf breiter Front, ist, dass sie die Alternative nicht sehen. Das ist schon unglaublich. Wir haben jetzt einen ganz netten Griechen, der also sehr gut Deutsch spricht und der unser Kursprogramm übersetzen möchte. Mhm. Und natürlich geht es im Grunde dann darum, dass auch mal die Strategie, wie man tatsächlich den Euro gesund verlässt, die ja nun seit einigen Wochen nach meinem Vortrag in Sterup auf dem Markt ist, dass man das nochmal auch den Griechen nahebringt und sagt, hört mal, das ist nicht einfach ein Punkt, dass so eine Regierung es einfach so erklären kann. Da gehört natürlich ein außenpolitischer großer Zweig dazu, dass man das alles durchverhandeln muss und dann muss man eben auch das militärisch absichern. Man muss das sicherheitspolitisch absichern, auf der breiten Fläche, denn das Finanzkartell wird zurückschlagen. Wenn da einer ausschert, und da gibt es ja immer Gerüchte, es gibt natürlich auch Gerüchte, warum ist Herr Tsipras plötzlich umgekippt? Er hat das Referendum gewonnen, die Griechen haben zu diesem Wahnsinn aus Europa, der nur wieder verlängern sollte, Nein gesagt. Und danach hat er sich nur noch schlechtere Bedingungen eingehandelt für sein Volk und sein Land, als er vorher von der Union bekommen hätte. Also vollkommen wahrscheinlich irrsinnig. Keine andere Möglichkeit. Ja, wahrscheinlich bedroht oder was? Ja? Das ist also, der Punkt. Ich nehme eben an, er ist ganz klar bedroht worden. Wir wissen, dass die Dinge so laufen. Wir haben unseren Perkins gelesen, nicht? Mhm. I was an economic hitman und so weiter. Wir wissen, wie das funktioniert. Und dass es bis heute funktioniert, das sehen wir am Tod von Hugo Chavez und sonst irgendwas. Wer alles bedroht wird, ganz eiskalt, wenn er aus der Reihe tanzt. Also müssen wir uns jetzt anschauen, wohin ist die EU gekommen mit der ganzen Veranstaltung? In Frankreich sind ja auch riesen Demonstrationen seit, ich weiß nicht, ein, zwei Monaten, sind die Leute auf der Straße Massen. Und man zeigt es hier bei uns in den Medien eigentlich nicht. Nein. Es findet im Internet nur statt, scheinbar. Aber richtig, es hat sich auch zum Teil verlaufen, aber wie soll man sagen, das ist so ein bisschen wie bei unseren Mahnwachen. Die Mahnwachen sind nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Ja. Sie haben erheblich Federn gelassen, das liegt einfach am Konzept. Das kann nicht anders sein. Aber das heißt doch nicht, dass die Menschen jetzt plötzlich alle gesagt haben, Merkel hat recht. Ja? Ich glaube nicht. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Die Unzufriedenheit ist gewachsen. Man kann nicht jede Woche auf die Straße, sondern man sucht nach anderen Formen des Widerstandes. Und jetzt stehen uns Wahlen bevor. Und das ist das, worauf meine Freunde und ich uns vorbereiten, dass wir in dieser Wahl eine vernünftige Aussage treffen können und stehen auf dem Wahlzettel. Darum geht es eigentlich. Aber im Prinzip kann man sagen, das Brexit-Referendum hat die ganze Union lahmgeschossen, die Europäische Union. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die Leute sagen, alle, wenn bei uns so Wahlen wären, wäre es auch so. Also die das sind jetzt nicht politische Leute, sondern einfach so, was weiß ich, beim Sport oder was, die sich nicht viel Gedanken drüber machen, aber das Gefühl, dass die EU im Grunde, dass die meisten raus wollen, und zwar berechtigt, weil die EU für uns nichts Gutes tut, das ist überall scheinbar vorhanden. Ja. Politisch hatte ich eben immer die Linie zu sagen, nein, wir wollen ja sowieso aus dem Euro raus und das werden wir sehr ernsthaft betreiben. Bis dahin, dass wir uns notfalls den ersten Partner, der geht, suchen. Da gibt es einige Kandidaten, mit denen man das gemeinsam gestalten könnte. Und dass wir dann aber mit der EU nicht auch noch einen Exit von vornherein so angehen wollten, sondern wollten lieber auf dem Verhandlungswege genau das erreichen, was Herr Juncker nicht will. Ich meine, dieser Mann gehört abgesägt. Ja. Er, unter seiner Ägide ist ein ganzes Volk wie die Briten so radikalisiert worden, dass sie aus der EU raus wollen und andere Völker wollen nachziehen und kriegen das Referendum nicht erlaubt.
Also das ist schon eine tolle Geschichte. Weil die auch nicht erkennen, wie der Wind weht. Also wenn man müsste doch jetzt langsam mitbekommen, dass die Leute unzufrieden sind mit der EU. Und es wäre dann ja vernünftig zu sagen, okay, dann müssen wir mal sehen, dass wir die EU vielleicht so gestalten, dass die Leute sagen, ach, das ist, wenn es so läuft, wäre es ja okay. Ich meine, ich war früher, als die Nummernschilder kamen mit dem EU-Kennzeichen. Oder man könnte noch mal warten. Ne? Ja, man kann noch mal. Aber früher, ich war der Erste, der sich so ein Kennzeichen mit so einem blauen EU-Ding da geholt hat, weil ich eigentlich das toll fand. Ging mir ganz genauso. Ich fand das schön. Aber, auch der Wunsch, dass wir ein vereintes Europa haben, ist ja auch damit gar nicht kaputt, sondern so wie es läuft, kann es ja nicht sein. Es sind ja Bestimmungen, ich habe gerade eine Meldung gehabt, wo, ich weiß nicht, 40 Schottland-Hochland-Rinder getötet wurden, weil die nicht diese EU-konformen Registrierungen an den Ohren hatten. Die hat man also einfach abgeknallt. Also sowas aufgrund von EU-Bestimmungen. Das ist schon eine Krankheit, ne? Wenn ein Tier den richtigen Ohrstecker nicht hat. Ja, das ist also schlimm. Muss man sich faszinierend. Töten, gesunde Tiere, vollkommen verrückt. Mhm. Wir haben ja im Prinzip etwas gemacht, dass wir unsere, ich will mal sagen, die Demokratien funktionieren ja auch nicht, wenn die Medien ständig lügen und die Leute belogen werden von A bis Z und wie sollen sie dann vernünftig wählen und sowas. Und auf diese, ich will mal sagen, von einer kranken Demokratie gewählten Regierung obendrauf kommt eine ungewählte Führungsstruktur. Ja. Damit kann man klar sagen, wir werden am Gängelband geführt. Und wenn man da noch Kompetenzen hin verlagert, dann wird das eben immer schlimmer. Und wir können das jetzt an den Handelsverträgen wunderbar studieren, nicht? Der Herr Juncker hat ja gesagt, also über CETA, da brauchen wir gar nicht weiter zu reden, die einzelnen nationalen Parlamente brauchen nicht abzustimmen, das machen wir. Wir bestimmen das. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit, aber die krasseste Unverschämtheit kommt heute. Ja? Da hat, der kommt, eine, kann man heute bei Spiegel Online nachlesen, kommt also der Juncker und sagt, na, eine große EU-Reform, das lehne ich jetzt ab. Ja? Was denn sonst? In einer solchen Krisensituation muss man auf die Menschen zugehen oder man verliert sie vollends. Mhm. Herrn Juncker ist das ganz offenbar egal. Und das könnte er gar nicht sagen, wenn nicht eine stillschweigende Zustimmung von den nationalen Regierungen da wäre und ein klares Go, ein klares also grünes Kräfte Licht hinter ihm, die, von den Kartellen. Die ihn dahinter darum bestärken und die das genauso wollen. Richtig. Warum ist jetzt... sind die Briten ausgestiegen eben nur wegen der Wahl oder kann man auch sagen, die verlassen das sinkende Schiff, weil sie schon ahnen, die EU kann sich eigentlich so nicht halten, wenn es so weitergeht. Sie ist im Grunde schon am Ende, aber man sollte ja das, ein totes Pferd sollte man langsam sollte man absteigen, genau, bevor richtig. Es umkippt. Das ist natürlich so, der Punkt. Dass man es ahnt? Ja, die ahnen das, jeder ahnt das, jeder weiß das. Wir haben gesagt, es gibt einen gewaltigen, fundamentalen Reformbedarf. Der Lissabon-Vertrag ist für uns nicht mitmachbar, völlig klar. Also wenn, ich will ja gar nicht über viele Details hier darüber reden, weil das alles alt ist, die Diskussion hatten wir. Aber dass man eben auf Demonstranten schießt, ist mit uns gar nicht zu machen. Und die ganzen anderen Dinge und dieser Entscheidungsvorgang, der nicht richtig war, dass man einfach die Leute vor ein hunderte Seiten starkes Sammelsurium von Einzelformulierungen setzt und das in wenigen Tagen eine solche blanke, vergewaltigende, nötigende eine Eile da an den Tag legt. Das hat ja sogar unser Parlamentspräsident damals bemängelt, dass das so nicht geht. Also wir wissen doch, woran wir sind mit diesem Mistladen. Und es ist völlig klar, wenn Herr Juncker jetzt sich hinstellt und sagt, er will da nicht eine große Reform angehen, da kann man sagen, wenn du zu faul oder zu müde bist, mein Lieber, da gibt es einen guten Weg, Rente, ein Rücktritt. Ja. Das ist das Thema, das müssten wir jetzt machen, aber ich will noch mal eingehen auf die Linie, die dahinter steht und die sehe ich inzwischen eben weltweit. Die EU befindet sich jetzt in einem katastrophalen und chaotischen Zustand. Die Briten wollen, hat Farage nochmal gesagt vor seinem Rücktritt und auch bei seinem Rücktritt, die Briten wollen tatsächlich alle Segnungen des Binnenmarktes genießen, aber nichts zahlen und nichts geben und so weiter. Das finde ich eine sehr interessante Idee. Da kann man sicher auch drüber nachdenken. Aber schon das schreit nach Reform. Ja. Wenn aber so diskutiert wird, dann stehen die Grundfesten der Union zur Debatte. Und wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, worauf ich eben gekommen war, aber nicht zu Ende gesagt hatte, zwischen Juncker und Martin Schulz, dem Parlamentspräsidenten, dann haben wir, und Schulz will Demokratisierung, und Juncker lehnt es expressis verbis, ausdrücklich lehnt es ab, dann haben wir ein gewaltiges Problem in der Europäischen Union und die ist im Moment praktisch steuerlos.
Denn ein Bremser als Kommissionspräsident und eine Meinungsverschiedenheit zwischen Parlament und Kommission in dieser Schärfe ist gar nicht erträglich für den Laden unter einem solchen Austrittsdruck durch die Menschen. Das ist die Lage und das ist Absicht. Es ist vollkommene Absicht, dass wir in Europa an ganz verschiedenen Stellen in Chaos-Fahrwasser kommen. Wir kommen in Chaos-Fahrwasser wegen des bevorstehenden Euro-Crashs. Jeder weiß, dass alles, was wir machen, jetzt gerade in den letzten Tagen sang- und klanglos während der Europameisterschaft bestätigt. Die EZB wird Sonderkontingente italienischer Papiere kaufen. Was heißt das? Italien kracht uns weg, wenn wir da nicht irgendwelche besonderen Stützungsmaßnahmen einziehen. Und das ist schon eine Spur verrückter. Ja, und die Staatsanleihen, die 0%, das ist ja auch Wahnsinn, oder? Vollkommen verrückt. Das sind alles nur noch Tricks und Jongleereien, um den Gang vor den Insolvenzrichter sozusagen zu vermeiden. Und das läuft einfach nur noch nebenbei. Daran sieht man schon, das Ganze ist eine volle Katastrophe. Und eigentlich geht es ums Tages-, Wochen- und Monatsmanagement, um nicht jetzt gleich sagen zu müssen, jetzt gleich heißt immer vor der Wahl in Deutschland, vor der Wahl in Frankreich. Und das sind die entscheidenden Mächte in Europa, insbesondere jetzt, wo England nicht mehr vollzunehmen ist. Das ist es ja nicht. Als Macht immer, nicht als EU-Kraft. Ja. Das ist das Problem. Da haben sie nur noch eingeschränkt zu sagen. Das sind die Dinge und das ist beabsichtigt. Und dann haben wir den Kriegsdruck durch die Situation in der Ukraine und dass wir hineingezogen werden in die Auseinandersetzungen um Syrien und Irak. Immer stärker. Ganz viele Militärgerät wird ja an die russische Grenze gefahren. Jeden Tag. Das ist ja Massen. Jeden Tag hört, Panzerkolonnen. Manöver und so überall und eben direkt vor Putins Haustür sozusagen. Und dann wird immer gesagt, Putin ist der Böse, der will alle überfallen. So. Dabei rückt man ja ständig gegen ihn vor und mit. Wo stehen wir? Also wir werden von drei Seiten sozusagen unter Beschuss genommen. Die EU wackelt, der Euro wackelt, die Weltfinanzsituation wackelt, da haben wir nicht vier Situationen, wenn man das trennen wollte und das wäre seriös. Und dann haben wir eben diese Situation mit der Kriegsdrohung. Und diese Art Vierfachbelastung, die braucht das System, weil wir wissen, im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, wenn es um die Frage geht, dass die Völker sich befreien wollen von einzelnen dieser Ballastsituationen, dann wird das Kartell, das Finanzkartell, dann werden die Kartelle zum Kriegsmittel greifen, um zum einen Notstandsgesetze und sowas, Notregelungen in Kraft zu setzen, dann werden keine Wahlen mehr gemacht und so weiter, gibt Ausnahmeregelungen, kann man seine Meinung nicht mehr frei äußern und so weiter und so weiter. Es werden viele Rechte außer Kraft gesetzt. Das würde dann auf jeden Fall passieren. Und unter diesen Umständen weiß man, wenn wir nicht grundsätzlich politisch ganz anders anfangen und sagen, wir lassen uns nicht von diesen Kräften vergewaltigen, in gar keiner Weise. Wir machen keins von diesen vier Szenarien mit, weder den Krieg noch den Crash einfach so. Und wir lassen auch die Bundesregierung nicht mehr in Ruhe. Das heißt, das Volk muss eben etwas aktiver werden, um seine Meinung zu zeigen, so viel zu den Mahnwachen, weil das einzige Signal ist, das gilt. Worauf wir hinauslaufen, ist aber ganz was anderes. Die Menschen sitzen verängstigt zu Hause. Sie haben eigentlich nicht so riesig Lust zu demonstrieren. Einzelne arbeiten sich halb tot und demonstrieren praktisch jeden Tag. Andere machen gar nichts, obwohl sie dagegen sind. Wieder andere üben sich in Defätismus und sagen, nein, wir sind gegen Wahlen, was bringen Demonstrationen, wir wollen auch keine Petitionen unterzeichnen. Nicht? Wir haben gerade gegen die Anwesenheit der amerikanischen, britischen Truppen über 100.000 Unterschriften erreicht. Völlig im Alleingang. Keine von den großen Friedensorganisationen, niemand hat uns dabei geholfen. Macht nichts, wir machen das trotzdem. Warum? Wir setzen einfach Zeichen, dass sowas geht. Mit nichts auf der Naht. Ich habe ein Jahr lang Unterschrift für Unterschrift gesammelt über meine Facebook-Seite und es klappt. Ist vielleicht eben nicht die Demonstration auf der Straße heute das Mittel, sondern das Internet als Korrektiv gegenüber den Massenmedien, die uns belügen, die quasi Kriegspropaganda betreiben, die uns über die Situation der EU und des Euro belügen. Und im Internet findet man ja im Grunde diese Informationen. Kann es sein, dass wir heute eben nicht mehr eine Zeit haben, wo die Leute auf die Straße gehen müssen, sondern sie können eben zu Hause sitzen und diese Dinge ins Netz setzen? Und sie werden ja offenbar wahrgenommen. Deswegen sind die Leute ja heute auch besser informiert eigentlich über das, was läuft, als was uns die Massenmedien tatsächlich vermitteln. Sonst wäre der Brexit wahrscheinlich so nicht gekommen. Nicht gekommen. Das ist ein Punkt. Da ist es mal auf eine Entscheidung hinausgelaufen. Da haben die Menschen Nein gesagt. Aus welchen Gründen auch immer. Aus ganz vielfältigen Gründen, wie wir besprochen haben. Aber sie haben eben Nein gesagt.
Solche Fragen wird man den Deutschen erst gar nicht vorlegen. Die müssen wir uns natürlich erkennen. Nicht. Das ist in unserer besonderen Situation sowieso klar, nicht souveräner Staat, da geht das eben nicht. Ja. Aber das für mich Entscheidende ist eigentlich, wenn das Internet eine homogene Kraft wäre, wenn man sagen könnte, das Internet. Ja. Aber im Internet steht noch mehr Mumpitz als in den etablierten Lügenmedien. Der ganze Überblick ist ein vollkommenes Chaos und viele Menschen kennen sich nicht mehr aus. Ja. Ich kriege im Grunde jeden Tag 20 Anfragen, wie soll ich das bedenken, was halten Sie denn davon? Die Leute wollen Orientierung haben, weil sie alleine nicht mehr finden können. Ja. Und man hat so ein paar Ansprechpartner, denen man zuhört, denen man glaubt, dann geht man dahin auf dieser Website und bekommt etwas. Aber immer wieder tauchen auch Zweifel auf und dann kommen die Fragen. So, also in dieser Situation kann man sagen, das Internet ersetzt eine Volksbewegung nicht. Das Internet kann, wenn tatsächlich entsprechende Veröffentlichungsqualitäten da sind, eine solche Bewegung unterstützen, kann sie informieren, kann auch in Maßen dazu helfen, das zusammenzuführen. Aber was absolut fehlt, ist, wie soll man sagen, gemeinschaftliche Kompetenz im persönlichen Miteinander in festen Organisationen. Wenn ich alleine sehe, was für ein dummseliges Gerede es gibt, ob man eine Partei gründen soll oder nicht, oder ob man mit einer Partei in die Bundestagswahl gehen soll oder nicht, es ist doch vollkommen klar, ob man dieses System jetzt ablehnt, ob man glaubt, Deutschland ist eine GmbH oder nicht. In diesem Bundestag werden immer noch Entscheidungen getroffen. Und wer da nicht sitzt, kann eben auch nicht mitreden. Und wer sich von vornherein aus der Debatte und aus dem Kampf verabschiedet, hat eigentlich Frau Merkel gerade eben zum Machterhalt gratuliert. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Sinn der Sache ist. Wir müssen uns wirklich bekennen, wo wir hingehen wollen. Wollen wir kämpfen? Oder wollen wir die Backen aufblasen, heiße Luft ausstoßen und sagen, wir finden das aber alles ganz blöd? Aber wir müssen ja im Grunde jetzt schon eher die Systemfrage stellen, weil mit der EU sehen wir, dass Wahlen im Grunde ja bedeutungslos sind oder immer mehr werden. Also auch das Parteisystem in Deutschland, klar, das ist noch ein bisschen anders, aber auch da kann man ja Fragen stellen über die Wahlgesetze überhaupt und so. Man kann also schon bei all dem, was kursiert, die Frage stellen, was ist jetzt der richtige Weg? Wir haben eine voll manipulierte Parteienlandschaft. So ist das. Ja. Auch das Aufkommen einer neuen Partei auf der rechten Hälfte des Spektrums, will ich mal ganz neutral sagen, das sind keine Rechtsradikalen, um das auch mal zu sagen. Ja. Da gibt es vielleicht einzelne Kräfte, die rechts sind, aber die meisten sind nicht mal das. Ja. So. Und auch das ist eine Manipulation gewesen, bei der ich nur sagen kann, Frau Merkel, herzlichen Glückwunsch. Es ist rechts von der CDU etwas entstanden, was Frau Merkel erlaubt, nach links zu gehen und die SPD aufzufressen. Jedenfalls ein Teil. Ja. Und genügend, um die für viele und lange Zeiten von der Macht zu vertreiben. Davon werden die sich so schnell nicht erholen, von dieser Strategie. Und sie haben interessanterweise, Meister Gabriel, keine Gegenstrategie. So, das ist die Parteienlandschaft. Eigentlich im entscheidenden Punkt, nämlich eine Abschaffung der Machtgrundlage des Finanzkartells, null. Alle, null. Niemand. Ja gut, ist nicht die Frage, die Linken. Inwieweit das eine Partei erreichen könnte, bis man so groß werden kann. Wie gesagt, diese Kartelle sind ja gnadenlos, da wird möglicherweise auch mal jemand beseitigt, wir wissen das. Richtig. Aber wenn wir nicht anfangen, das ist eine interessante Frage, da würde ich noch mal ein bisschen weiter machen gerne. Okay. Wenn wir damit nicht anfangen, wenn wir nicht anfangen zu sagen, Moment mal, haben wir gesagt, wir haben weltweit eine Oligarchenherrschaft und die Merkels und Obamas haben nichts zu melden? Haben wir gesagt. Haben wir gesagt, die Kartelle regieren die Welt? Haben wir gesagt, Geld regiert die Welt? Ja. Wenn wir dann aber auch nicht anfangen, die anzugreifen, egal wen die dann ermorden wollen, dann müssen sie morden. Dann müssen sie eben morden. Wir werden sie dazu zwingen. Entweder, wie soll man sagen, sie haben die Muckis und killen weiter, ja. Oder sie haben sie nicht. Und wir werden so lange marschieren, bis sie das entscheiden. Wir werden nicht aufhören, weil wir unter solchen Drohungen stehen. Ja. Und das ist entscheidend. Wenn das Volk nicht sagt, wir werden kämpfen, und zwar friedlich und legal, lass die anderen die Gesetze brechen, dann haben wir verloren. Gandhi hat Indien umgestürzt, nicht weil er sich an Recht und Gesetz gehalten hat, sondern weil er diese Rechte und Gesetze, wo sie Unrecht waren, angegriffen hat. Nicht? Der ist ins Meer marschiert, hat eine Handvoll Salz aufgehoben. Ja. Und wir marschieren durch die Straßen und sagen, weg mit Zins und Schuldgeld.
Ja. Und so funktioniert das. Also zu erkennen, was das System ist, auch wie ja. TTIP und CETA, das können wir vielleicht auch mal ansprechen. Ja, wichtig. Dass natürlich da Verträge angeboten werden, die man dann noch nicht mal lesen darf, die nicht mal die Parlamentarier irgendwie zu gesehen. Jetzt haben sie so einen Leseraum. Ne? Ja. Also man keine Notizen, kein Laptop, kein Bleistift, gar nichts. Ja. Begrenzte Zeit. Und niemand garantiert Abgeordneten, die gar nicht wissen, wo im Aktenschrank bewege ich mich eigentlich da mit meinem Computer. Ja, klar. Niemand garantiert denen, dass das alles ist. Also ich würde doch keinen Vertrag unterschreiben bei Allianz oder Iduna oder sonst was, wo ich den nicht lesen darf, den Vertrag. Und ich sage, so unterschreiben Sie mal. Also das... Ich will doch eine Kopie davon haben. Das ist unzumutbar. Ja. Und das ist eine Frechheit sozusagen. Und natürlich ist es illegal. Ein solcher Vertrag, der zustande kommt, den muss niemand einhalten. Lass diese korrupten und kriminellen Regierungsvögel doch jeden Dreck unterschreiben, den sie uns präsentieren wollen. Wir wissen, wir als deutsches Volk, als italienisches Volk, als Franzosen, wir müssen uns an diesen Schweinkram, Entschuldigung bei den Schweinen, wir müssen uns an diesen Mist nicht halten. Ja. Und das ist entscheidend, weil er unrechtmäßig zustande gekommen ist. Es gibt keine Verträge, die man nicht lesen darf, die man unterschreiben müsste. Aber es wird ja auch gemacht, ohne dass es diesen Vertrag schon gibt, dass zum Beispiel VW jetzt verklagt wird und jetzt wird Bosch verklagt wegen von irgendwelchen amerikanischer Seite. Kann man natürlich immer Gründe finden. Bei VW weiß man, dass andere Firmen auch die Abgase manipulieren. Ein wunderschönes Beispiel. Was ist denn da passiert? Jawohl, muss man ganz klar sagen, VW hat beschissen. Ja. Ganz eindeutig. So. Das Problem ist, andere haben das auch getan. Machen sie auch. Okay. Und nur ganz wenige haben saubere Hände und dann kommt eben das bei einigen Modellen rein oder bei einigen Motoren wird eben betrogen und bei anderen nicht. Ja. Gut, aber ich meine, was sind wir denn? Bananenrepublik oder sowas? Müssen wir uns das gefallen lassen? Dass ausgerechnet Volkswagen, weil ausgerechnet Volkswagen die Vormachtstellung von General Motors bedroht sozusagen, deswegen nun in dieser ungeheuren Höhe zur Kasse gebeten wird. Es wäre so einfach, gegen Microsoft einen entsprechenden Prozess hier in Europa anzuzetteln. Ja. Und ich meine das nicht die Art, wie wir miteinander umgehen. Volkswagen zeigt, zu welchen Schritten Washington fähig ist, um seine Vormachtstellung halten zu wollen. Ja. Und im Grunde genommen fängt, wie soll man sagen, historisch das Verlieren immer geistig an. Mhm. Washington hat geistig längst verloren. Geistig, ethisch, politisch ist Washington eine blanke Null. Und muss jetzt mit der Kneifzange und mit militärischer Gewalt überall ihre Interessen durchsetzen. Läuft im roten Bereich, im Notmodus und kriegt seine Herrschaft nicht mehr festgeschraubt. Ja? Ja. So banal ist das, weil die Völker gemerkt haben, die lügen ja immer. Ja? Ja. Und die betrügen und die machen, wie soll man sagen, geheimdienstliche Aktionen, die das Licht der Öffentlichkeit zu scheuen haben. Und damit haben sie eigentlich schon verloren. So, und jetzt kommen wir. Wir haben aber die Pflicht zu sagen, wo wir hinwollen und was konkret wollen wir anders machen. Und das wird mir von der Opposition, gerade von der Fundamental- oder Systemopposition, nicht genau gesagt. Da ist man sich ein bisschen zu fein, in die Details zu steigen an vielen Stellen. Man beklagt immer, aber man sagt nicht, wohin. Und das ist eigentlich an dieser Stelle zu wenig. Es geht auch, das sage ich mal auch selbstkritisch, das geht so nicht weiter. Mhm. Als ungeordneter Haufen, der im Grunde das Gefühl mit sich herumträgt, alles besser zu wissen und besser informiert zu sein, dann aber nicht konkret sagen zu können, wo man hin will im Einzelfall, das reicht auch nicht. Und hier brauchen wir von der breiten Masse natürlich eine Solidaritätsadresse für Volkswagen. Nicht, weil die so sagenhaft toll betrogen haben, sondern weil sie ungerecht überhart bestraft worden sind. Ja. Als Einzelne es rausgepickt. Wird mit zweierlei Maß gemessen. So ist das. Und aber das geht natürlich nicht weiter. Ja, also die Organisation ist ja das Problem. Also die Mächte sozusagen, die haben das geschaffen, eben solche Strukturen zu erschaffen, die gut organisiert sind. Und da ist es natürlich schwer anzugehen. Also müsste man sich auch organisieren, um dagegen anzugehen. Es geht nur so. Nur als Organisation mit Verantwortlichkeiten, mit klarer Programmatik und so weiter, haben wir überhaupt eine Chance, gegen dieses System anzustinken, das ja, weiß Gott, eine hervorragende Strategie hat, blendend organisiert ist, seit über 100 Jahren die Völker betrügt, sehr erfolgreich, nicht? Seit 1913, um das mal auf den Punkt zu bringen. Und wenn wir da nichts Vernünftiges, Ausgeschriebenes, klar Formuliertes, diszipliniert Eingehaltenes und Vertretenes entgegensetzen können, werden wir die Oppositionsrolle nicht beherrschen lernen
Und dann auch nicht. Man wird uns nicht an die Regierung lassen. So einfach ist das. Mhm. Wenn wir zeigen, wir können nicht mal Opposition, haben wir mit Recht keine Chance. Natürlich, da muss man sehen, haben die überhaupt Regierungspolitik. Programm, ne? Ja. Das ist schon mal das eine. Aber das andere ist, ich sehe eine, wie in kommunizierenden Röhren sozusagen, das Chaos wachsen. Wir haben eine absolute Chaospolitik für Nahost. Dieses ganze Gebiet, diese Region soll ins Chaos, in blutiges Chaos gestürzt werden. Mhm. In Europa hat das angefangen und wir haben ja noch als fünftes Problem sozusagen diesen riesigen Migrationszulauf, der als Waffe gegen uns eingesetzt wird, weiterhin. Und aus diesen fünf Rohren, ich hatte sie aufgezählt, werden wir also jetzt insgesamt beschossen. Auch bei uns soll Chaos eingerührt werden. Ich meine, wir müssen verstehen, es ist die gleiche Politik, die uns als Opfer hier betrifft und die Syrer, Iraker, Libanesen, Jordanier und so weiter auch betrifft, Libyen kaputt gemacht hat. Und ich habe gerade eben in einem längeren Interview auch mal die Lage in Südamerika beschrieben, wo das Lebenswerk von Hugo Chavez, nämlich die Alba-Staatengruppe, die sich zusammenschließt, um sich nicht länger aus Washington die Marschrichtung befehlen zu lassen und die Marschgeschwindigkeit, diese Art Dinge laufen dort auch ins Chaos. Es gibt keinen starken Gegenspieler für den Chavez-Nachfolger Maduro. Dilma Rousseff hat keinen starken Gegenspieler in Brasilien. Es geht darum, diese Staaten ins Chaos zu stürzen. Da, wo eben zum Beispiel Venezuela jetzt angekommen ist, mit dieser unglaublichen künstlichen Verknappung aller Waren, die zurückgehalten werden von schurkischen Unternehmern, in Sonderlagern liegen die Waren und werden zu überhöhten und ständig steigenden Preisen an die bitterarme Bevölkerung abgegeben. Und die Regierung hat natürlich ein Problem mit dem vorhandenen Rechtssystem, die Unternehmer zu zwingen, ihre Waren zu vernünftigen Preisen auf dem Markt zu tun wie bisher. Ja. Das ist die Lage. Und hier werden nur die leeren Regale gefilmt und das heißt, die Korruption ist so groß, die Regale sind leer. Als ob Herr Maduro selbst durch die Supermärkte geht und frisst alles auf, was da ist. Ganz das grotesk. Hat der Kunde, ja, ja, klar, ja, natürlich. Das ist einfach grotesk. So, jetzt sehe ich überall auf der Welt die gleiche Chaosstrategie. Mhm. Es ist nicht mehr wie vor 50 Jahren, dass man sagte, wir setzen ein System durch ein genehmes anderes. Ja. Regime Change und dann kommt unser neuer Freund und der heißt jetzt sowieso Pinochet oder wie auch immer. Ja. Oder Saddam Hussein oder eben Gaddafi. Das waren alles früher einmal Bestfreunde und Geheimdienstfreunde. Ja. Nicht? Ja. Gaddafi vom MI6, Saddam Hussein. Aber er hat ja viel für sein Land auch gemacht. Der hat ja hervorragende. Richtig, gehen die von der Fahne. Ja. Die gehen von der Fahne. Die hören auf zu gehorchen. Sie sitzen fest im Sattel und sagen, ich lasse doch mein Volk nicht. Das hat man denen ja auch bei Amtsantritt nicht gesagt. Hm. Die CIA hat natürlich Saddam Hussein nicht gesagt, wir werden ein Volk durch den Kakao ziehen und wir werden sie auslutschen und wir werden euch für Apfel und Ei eure ganzen Ölvorkommen abzukaufen suchen, nachdem wir vorher den Barrelpreis auf unter $10 gedrückt haben. Darum ist doch gegangen. Ja. Der ist doch abgestürzt von weit über 20 und 30 auf unter 10. Hm. Und als er so weit war, gab es diese berühmte Riesendelegation bei Saddam Hussein und da hat er denen gesagt, sorry, Jungs, ich kann euch zu diesen Preisen die Vorräte und das Wohlergehen meines Volkes nicht verkaufen. Und da hat die amerikanische Delegation ja, und da waren alle großen Generäle dabei und die Politiker, die später eine Rolle spielten, haben ihm nur freundlich gesagt, du wirst schon sehen, was du davon hast. Naja, und dann werden natürlich noch Kräfte gestärkt, die im Land dafür Chaos zeugen. Also der Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten, der ist ja heute so fanatisch und so gewalttätig. Und wir haben Washington. Ja durch ISIS, das wird ja gefördert. Das macht Washington so penetrant, dass sogar schon der berühmte Newsweek-Chef Farid Zakaria in seinem Buch geschrieben hat, also das sei einfach eine so alte Kiste, dieses Fördern der Gegensätze zwischen Sunniten und Schiiten. Amerika möge doch bitte mit einer etwas klügeren und zukunftssicheren Außenpolitik künftig in der Region auftreten. Ja. Das fand ich einen wirklich guten Punkt, den er in seinem Buch gemacht hat. Natürlich hat Amerika das Geld, die Macht, den Einfluss, die Erfahrung, um jeden Mist weltweit anzuzetteln. Nützt es Washington? Nützt es dem amerikanischen Volk? War ich schon gar nicht zu fragen. Ja. Aber ich glaube, die Washingtoner Eliten können nicht mal in Zukunft ihre Ziele, die sie vorhaben, mit solchen Methoden weiterhin auch nur absichern. Ja. Von Fördern will ich gar nicht mehr reden. Die Welt hat den Kanal voll.
von diesem, wie soll man sagen, Kartellbüttel Washington, der alles macht, was die Kartelle sagen. Und dann kommt ein netter, kleiner, einstelliger Millionär wie Herr Obama und als Newcomer in Washington und mit 6 Leuten von Goldman Sachs an der Seite macht dann die Regierung da auf. Was ist das für eine Lachnummer da, die man gar nicht mehr ernst nehmen kann? Und damit wollen die der Welt Angst einjagen. Wie lange wollen die Völker sich das gefallen lassen? Zumal sie eben nur Chaos erzeugen, wie Sie gesagt haben, und nicht eine Ordnung. Wenn es eine Ordnung wäre, wo man sagt, okay, da leben nachher alle in Frieden, das ist zwar irgendwie auch durch eine Dominanz von Amerika oder wo auch immer her entstanden, dann könnte man sagen, gut, es hat ja zumindest zu einer Stabilität geführt, aber im Moment ist eben Chaos überall zu erkennen und das kann ja nicht gesund sein. Das heißt, wir müssen, was kann man denn in Deutschland tun? Sie machen natürlich mit der deutschen Mitte, haben also Lösungen, was man besser machen könnte. Das wird das in den nächsten Monaten sein, nicht? Es hat jetzt erstmal meinen längsten Vortrag gegeben, den ich je gehalten habe, 100 Minuten lang, darüber, wie man eigentlich aus dem Euro austritt und wie man das international absichert und mit welchen Strukturen überhaupt eine echte Sicherheitspolitik für Deutschland stattfindet, denn die bisherige Sicherheitspolitik ist ja eine Washingtoner Kartellmachterhaltungspolitik. Das hat ja mit Sicherheit gar nichts zu tun, im Gegenteil, das ist ja eine Unsicherheitspolitik. Ja. So, und das kann es ja nicht gewesen sein, also da muss man einfach erstmal zeigen, wie vielschichtig das Ganze ist, wie viele Ministerien an einem solchen Neustart beteiligt wären. Und diese Art, wie soll man sagen, Botschaften wird es in den nächsten Monaten immer weitergeben, bis etwa zum Frühjahr. Bis wir eben an wichtigen Punkten erklärt haben, wo kommt die Änderung her? Ich meine, wir haben ja noch andere Kräfte politisch in Deutschland, die behaupten, sie wollten aus dem Euro raus. Ich sage, die lügen und sie haben gar keine Strategie dafür. Daran kann man sehen, dass es nicht ganz ernst gemeint sein kann. Also das ist das Entscheidende, dass man eben Pläne hat. Wir können natürlich wir könnten jetzt auch noch stundenlang reden. Wir wollten natürlich so einen Überblick verschaffen und man kann sich weiter informieren. Christoph-Hörstel.de oder wie? Das ist für mich persönlich. Christoph-Hörstel, aber mit Ö, .de, aber für die Partei ist es deutsche-mitte.de oder deutsche-mitte.de. Und da sind dann auch Vorträge von Ihnen und Texte. Und die Vorträge findet man im Internet, alle. Ja, auf meinem YouTube-Kanal, auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Mitte, da sind alle diese Dinge, da wird alles erklärt. Und man kann nur sagen, wir haben nicht die Zeit. Wir haben nicht weitere Chancen. Wir müssen jeden Tag ticken. Wir sind jetzt bei rund 900 Mitgliedern. Das steigt einfach. Bei 10 Eintritten pro Woche liegen wir. Das geht auch zu langsam. Das ist vollkommen klar. Das ist zwar ganz toll, wir freuen uns, das ist alles nicht das Thema, aber es geht eben zu langsam. Wir haben nicht die Wahl, ob wir jetzt sagen, wir können vielleicht ein bisschen das tun oder ein bisschen das tun. Wir brauchen mehr Menschen, die wissen, dass ohne eine klare persönliche Stellungnahme, ohne ein klares persönliches Sich-Einbringen, ohne eine klare Programmatik, von der man weiß, die kann fachlich stehen. Ja? Mhm. Ich meine, Traumtänzer haben wir genug. Ja. Das wird nicht funktionieren. Also ohne realistische Planungen wird nichts zu machen sein. Man wird uns nicht ernst nehmen. Nein, es kommt noch schlimmer. Es werden heimlich diejenigen gefördert, die Traumtänze veranstalten. Um das Chaos noch weiter zu vergrößern. Wir haben jetzt, wie viel, 150 oder 180, was hat mir der Bundeswahlleiter gesagt, Parteien da unterwegs. Und alle mit ein paar Männchen. Und das ist alles überhaupt nicht der Rede wert. Und alles, was sich im Bundestagsbereich abspielt, ist bereits vom System gefressen. Ja. Wenn wir nur eine einzige Politikerin im Deutschen Bundestag haben, die es wagt, das Wort Finanzmafia in den Mund zu nehmen, nämlich Frau Dr. Sarah Wagenknecht, die es nebenbei gesagt auch noch mit Note 1 studiert hat oder ein Buch drüber geschrieben, das ist eine glaubwürdige Person. Ganz wenige. Und das ist die einzige Person, die das sagt in diesem wahnsinnigen Bundestag. Das sagt eigentlich genug. Ansonsten gehen ja die Lobbyisten im Bundestag ein und aus. Das heißt, sie haben da freien Zutritt sozusagen. In hunderter Stärke jeden Tag. Unglaublich. Das sitzen in Ministerien, schreiben die Gesetzesvorlagen. Ich meine, was ist das für ein Wahnsinnszustand? Wir haben Ministerien, ich weiß, da gibt es also inzwischen sehr netten, namhaften Abgeordneten bei den Grünen, der mir das mal in mehreren Stunden auseinandergesetzt hat. Manche Ministerien sind nicht mehr in der Lage, aus der fachlichen Grundlage her ihre eigenen Gesetzesvorlagen zu schreiben. Sie sind darauf angewiesen, dass Lobbyisten das für sie machen. Korruption hat einen Namen. Berlin. Also das ist ein Armutszeugnis und wir hoffen, dass sich da etwas ändert. Sie sind da sehr aktiv, also ich wünsche Ihnen da weiterhin viel Erfolg und hoffen wir, dass es sich alles zum Guten wendet. Vielen Dank, Christoph-Hörstel. Danke.